Der Bot geht leider nicht. Ich weiß nicht, warum der nicht geht. Ich habe aber gerade getrunken. Nein, er ist leider kaputt. Ich weiß nicht, warum. Ich laufe mal hier draußen lang. Oh nein. Aber danke. Das ist ein scheiß Zone Maker, ne? Boah, ich mag die Gegner nicht. Ich mag die wirklich nicht. Die sind halt... die sind echt nervig. Naja, hier guck mal. Trankbeere. Autsch. Oh, was ist das denn? Ein Generator oder sowas, ne? Wir haben doch gar nichts, um irgendwie einen Generator bedienen zu können. Ach, mir fällt gerade ein, ich habe vergessen, mit dem Hund zu reden. Na, ist egal. Ist nicht so schlimm. Ist die Wand brüchig? Hab ich gar nicht geguckt jetzt. Bitte nicht wieder die Zone Maker. Oh, ne. Boah, die nerven, ey. Die sind echt hart nervig. Welche Wand meinst du denn? Ach, hier unten. Tatsache. Ja, ja. Was war das? Da hat gerade was Was war das? Ich weiß es nicht. Vielleicht war es ein Soundbug oder so, keine Ahnung. Klang auf jeden Fall lustig. Bitte nicht wieder Zone Maker. Bitte nicht. Na gut. Nee, halt. Rudy, Raketenwerfer auf den Zone Maker. Du Windmeister auf this. Und du Blast from the Past auf die. Attacke. Rums, rums, rums. Hm? Nicht Stummheit. Nein! Oh, du Kanarienvogel. Ich hasse den, ey. Okay, beide tot. Und hoffentlich reißt es Rudy jetzt raus mit dem Raketenwerfer. Komm schon. 337 Damage, das gibt's doch nicht. Komm's. Blödes Vieh. Tschüss. So, das könnte mal ein bisschen mehr bringen. 1200 nur. Rudy hat ein Level-Up. Und 1428 Gold. Nehme ich mit. Gerne. So, Stummheit müssen wir heilen, ne? Verwirrung, böses Omen, Lähmung, Krankheit, Vergesslichkeit, Stummheit. Hier. So. Da ist eine Treppe nach oben. Oh, was hat's denn hier mit diesen komischen Förderbändern auf sich? Eine Glückskarte. Huiuiuiuiuiui. Eine Zaubermöhre. Ach, scheiße. Hui. Ich glaube, ich muss nach da unten, kann das sein? Hui. Ach nee, da ist ein Knopf. Ein roter Knopf. Ja, so kann man sich natürlich auch fortbewegen, ne? Perfekt. Ah, nein, ich muss den ganzen Weg jetzt wieder zurücklaufen, ne? Komm da nicht raus. Oh, was seid ihr denn? Ich kann es nicht mal aussprechen. Entschuldigung. Melkluis. Von mir aus. Melkluis. Oder Melklua. Keine Ahnung. Irgendwas in der Richtung wird es wohl sein. Energiestrahl. Au! Wow, die hauen aber rein, die Viecher. Ja, guck mal, tanzt, tanzt, meine Freunde. Sehr gut, sehr gut. Ich glaube, ich muss gerade mal heilen. 1800 XP. Das kann sich schon eher sehen lassen. Also 1800 ist ein bisschen mehr als nur 800. Ne? Logisch, ich kann zählen. Ja. Ja, kann ich. So, heilen. Okay, wir müssen nach da unten. Nein! Geh doch runter! Geh doch da runter! Arschloch. Blödes Kackband. Ciao.
Ich hätte jetzt ausnahmsweise mal keine Lust, gegen die zu kämpfen. Auch wenn die gut XP bringen. Ich hatte keine Lust. So, jetzt muss ich nochmal gucken, wie ich wieder nach da unten komme. Also. So komme ich da nicht hin. Ach, ich muss so per Hand wieder laufen, ne? Per Hand laufen. Ah, klar. Ich muss quasi einen Handstand machen. Frag nicht. Frage nicht. Ja, komm, ich mach euch platt von mir aus. Wenn ihr schon drum betet. Bittet. Nicht betet. Hier hat niemand gebetet. So. Gehirnschaden. Die hat doch gar keinen, oder? Autsch, 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 autsch. Hat aber nicht getroffen. Energiestrahler. Au. Das hat aber getroffen. Ihr Kackviecher. Das hat eben schon nichts gebracht. Vielleicht irgendwie einen Debuff oder so. Ciao. Boah, der eine hat 800 Damage gekriegt. Weiß aber nicht, warum Cecilia jetzt nicht angegriffen hat. Jack hat ein Level up. 1410 Gold. Oh, kann es sein, dass Jack jetzt in der Geschwindigkeit höher ist als Cecilia? Rudy meine ich. Was war denn das nochmal? Pry? War das Pry? Ich glaube Pry. 11%? Nee. Defense, Vitality. Ich weiß nicht mehr, welcher Wert das war. Bei ihr ist jetzt ist das Glück wieder worst, also am schlechtesten. Warum auch immer. Gut, gut. Die hatte doch auch mal besseres Glück gehabt, oder? Ich kann mich eigentlich daran erinnern, dass das mal besser war. Was ist hier? Hier gibt's nichts weiter, okay. Na dann, rein da. In den Lachs. Oh nein. Die Tür. Sind wir eingeschlossen? Jemand hat uns eingeschlossen. Ich bin soweit. Ich werde alles tun, um uns hier rauszuholen. Hm? Ich hätte ja sein können. Seltsames Soundfall, was das Viech hat. So, hallo. Komm mit mir. Okay. Soll ich dem Vieh vertrauen? Warum führt er mich hier so komisch lang? Was hat's damit auf sich? War mal nicht so schnell, Junge. Hätte ich mir da nicht was sparen können? Nee. Ist wahrscheinlich irgendeine Geheimroute. Oh. Hä? Hör es auf. Mein Meister wartet. Diese Vibration. Ja, es war ein Wächter. Der einzige Wächter, der seine Kräfte nicht verloren hat. Die Wächterin des Verlangen, Lucid, die schwarze Wölfin. Hat sie uns hier eingesperrt? Weiß ich nicht. Habe ich es auch richtig ausgesprochen? Lucid oder Lucid? Lucid? Ich habe keine Ahnung. Das Siegel strahlt ein mystisches Licht aus. Möchtest du deine Reise aufnehmen? Ja, bitte. Was willst du? Speichern. Ja. Komm, ruhig noch. Du magst sie jetzt schon, nur weil es eine schwarze Wölfin ist, oder was? Von mir aus. So. Och, nicht noch mehr von diesen Dingern. Okay, ja, weil es eine schwarze Wölfin ist. Ich dachte es mir schon. Es gibt ein Buch mit dem Titel Die Geschichte von Arktika. Möchtest du es lesen? Jo. Die industrielle Gesellschaft von Arktika. Ein Land gefangen in Eis und Schnee und trotzdem steht es zu seinem Leben. Die Technologien, die man in den vielen Ruinen um Arktika fand, machten diesen Ort zu einem Paradies im Eis. Es gibt noch viel zu entdecken in den Ruinen von Arktika. Hm? Es gibt ein Buch mit dem Titel Das Windmeer. Hm? Das Windmeer, der große Zauber aus alter Zeit, hat den sich unendlich erstreckenden Himmel über uns gerufen. Der legendäre Metallvogel bereiste einst das Windmeer mit Beredsamkeit.
Das war zu einer Zeit, als die Leute die Zügel des Himmels in der Hand hielten. Könnten wir je wieder Meister des Himmels werden? Vielleicht. Mit dem Titel Erotica. Oi, 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 oi. Noch nicht. Was? Was? Wie noch nicht? Wie noch nicht? Ich halt. Eine seltsame Falle. Ist irgendwas. Ich darf mir die Mobs-Geschichten noch nicht durchlesen. Na super. Erotica. Mhm. Oh. Hi. Hi, 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 hi. So, Sellentötter. Gegner ist Kapotski. Ciao. Das geht so schnell. Das ist so schön. 2000 XP. Oh, das hätte ich mir merken müssen, dass der so viele XP gibt. Und hätte ich da mal verdoppeln sollen. Naja, naja, naja. Hätte, hätte Fahrradkette. Uah! Entschuldigung. Musste sein. Ein seltsames Gerät verschließt dir die Tür. Vielleicht die hier unten, ne? Reflexapfel. Mystikapfel. Ja. Reaktion. Genau, Reaktion. Ach, guck mal. Rudi hat jetzt einen Reaktionspunkt mehr als Cecilia. Und deswegen darf er eher angreifen als sie. Jetzt stellt sich mir gerade die Frage, ob das gut ist. Weil theoretisch, je später sie in der Party dran ist, desto später kommt eventuell nötige Heilung für einen aus der Truppe. Da habe ich vorhin gar nicht dran gedacht. Deswegen würde ich, glaube ich, ihr jetzt gerade das geben, damit sie einmal, also damit sie gleich auf sind. Ich weiß nur nicht, ob das was bringt. Also, dass sie dann quasi wieder eher dran ist. Wir probieren es einfach mal. Mal gucken. Mal gucken, was es bringt. So, Mystikapfel-Hexerei. So, ach komm hier. Sie kriegt das. So. Bezüglich des Buches Erotica stell ich was ins Discord? Persönlich oder öffentlich? Schickt mir es mal gerade so. Und dann schaue ich mal gerade. Was mir das Frau Schaf wieder schicken möchte. Wir gucken mal. Also ein Link. Hello. Ein Link. Guck mal. There is a book titled Erotica. Do you want to read it? Not yet. Book title Erotica. Game Wild Arms. Location. Dingens, Bummens. Das ist so klein geschrieben alles. Vor allem unten ist eventuell hilfreich, ja. And by not yet, the game means not for two more games, because it didn't realize until recently what this was meant. The game means not for two more games. Für zwei weitere Spiele. Interessant. Es gibt Teil 2 und Teil 3. Ja, und bei Teil 3 darf man es dann wohl öffnen oder was? Oder gibt es mehrere von diesen Büchern? Habe ich noch so einen Schlüssel? Mal gerade gucken. Ich habe den Drehschlüssel noch, ne? Kann ich den hier benutzen? Möp. Nö. Ach. Ich sehe es. Interessant gemacht. Geil gemacht. Ein geiles Rätsel. Ich habe es jetzt gerade gesehen, dass da ein Loch in der Wand ist. Ein geiles Rätsel. Das hat mir gut gefallen gerade. Ja, ja, ja. Was bist du denn? Ein Haarbuch-Riem. Die Namen von den Viechern klingen immer wirklich so, als wäre irgendjemand auf der Tastatur eingeschlafen. Kann mir nicht helfen. Ich denke, es wird das im dritten Teil aufgeklärt. Ja, es kann sein. Das kann sein. Das kann sein. Verfehlt? Okay. Na gut.
Oh, 1519 Damage. Huiuiuiuiuiui. So, immer noch nicht tot. Schade. Hm. 171 Damage. Ich schätze mal, die werden jetzt relativ zeitnah tot sein. Hops. Und dann geht er down. Aber bei dem Viech bin ich mir noch nicht so sicher. Flammenzunge. Aua. Das ist heiß. Hören Sie auf damit. Komisches Viech. Und da geht er down. Wunderbar. Musste sie ja mal heilen. 1173 Erfahrungspunkte. Und 1162 Gold. So, ich hatte gesagt, ich muss sie mal heilen. Da. Sie guckt auch ganz böse. Nur weil sie jetzt an dritter Position ist, oder wie? Da kann ich doch nichts für, Frau. Was soll ich denn dafür können jetzt? Ein Metallbird. Dieses Buch enthält Theorien und Anwendungen für die als Metallvogel bekannte Flugmaschine. Aua! Blöde Kiste. Wie sehr ich sehe doch Kiste. Ist jetzt offen. Sternchen. Kennwort. Die, die den Wind des Meeres suchen, ihr sollt die Gabe des Fliegens erhalten. Menno. Hinfort, ihr Ungläubigen, dies ist der Monolith der Himmelssucher. Ja, Metalbird. Memo, Kennwort ist mein Name. Memo. Wahrscheinlich. Probieren wir mal. Da war ich gar nicht so verkehrt. Da war ich ja fast. Wie gut. Ich hatte es fast. Memo. Hä? Oder auch nicht. Aber. Memo. Kennwort ist mein Name. Metalbird? Nee, da steht Memo. Metallvogel? Metalbird? Ist das jetzt auf Englisch? Metal. Ups. Metal. Wo ist hier ein Leerzeichen? Da. Metal. Bird. Passt genau rein. Metallvogel. Ah, die Erotika schiebt sich zur Seite. Jetzt wird's knackig. Knackig? Ein Wort? Habe ich schon eingegeben. Oh, nie nochmal. So, vorsichtshalber. Nur vorsichtshalber. Ist aber auch schwierig. Wenn ein Spiel das Kennwort benutzt, was es auf Englisch also quasi ist. Ne? Ich meine, klar, es stand zwar Metal Bird auf dem Buch, aber ich habe ja das Metallvogelbuch eingesammelt. Also wenn man quasi ein bisschen, naja, wenn man das jetzt, ne, könnte man quasi das falsche Kennwort oder könnte man eventuell nicht drauf kommen oder sowas. Aber ist zum Glück gut gegangen. Da haben wir so einen Rätsel schon ein paar Mal jetzt irgendwie runtergekommen ist. Huch, ich wollte mich nicht heilen. Na, egal. So, ist eh tot. Was ist denn los hier? Ja, 2000 XP. Ach, ja, ich wollte mir denn bei denen ja das Dings benutzen, die Glückskarte. Egal. Habe ich gerade vergessen, mal wieder. So. Hier brauchen wir wieder einen Duplikateur. Wir haben noch einen. Den letzten.
Yippie. Wappenbild. Geheimes Zeichen. Munition. Es hat sich ja voll gelohnt. Wow. Dafür habe ich jetzt den Duplikator verballert. Naja, egal. Vielleicht finden wir nochmal irgendwo einen. Nochmal so ein Viech. Diesmal mache ich das aber. Nee. Oder doch? Oder doch? Guck mal, ich habe so viele noch davon. Nee. Hä? Moment. Achso, Rudy. Ja, doch, Rudy. Cecilia, als letztes kann sie einmal, der Blast machen. So, Glückskarte benutzt. Jo. Einmal verdoppeln. Rums, die Bums. Ich dachte schon, der geht jetzt tot, weil er sich nicht mehr bewegt hat. Sah schon so aus. 32 Damage. So ein Einhorn. Wenn du ein Einhorn auf Wish bestellst, kommt so ein Viech bei raus, ey. So ungefähr. Ja, und dann geht er schon down. Alles easy. Alles gut. 4000 XP. Das war doch mal eine gute Hausnummer. Das war doch mal gut.